So, mal schauen, was ich heute so alles unternehmen kann. Hier in der Region ist ja einiges geboten. Moment mal. Was ist das? Das ist doch... Der Order hier sieht aus wie mein Zwillingsbruder Skippy. Das gibt's doch nicht. Lieber Skippy, direkt nach unserer Geburt haben wir uns aus den Augen verloren. Ich habe mich all die Jahre gefragt, wo und wie du wohl leben magst. Ich könnte weinen vor Glück. Gerade eben habe ich erfahren, dass du offenbar im Tierpark Kunsterspring lebst. Ich werde dich bald besuchen kommen. Dein Skippy. Der große Moment rückt näher. Werde ich wirklich gleich meinen Zwillingsbruder wiedersehen? Das ist schon mal gut. Die Otter kriegen als einzige zweimal am Tag zu essen. Gut gemacht, Zwilling Skippy. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wie ist denn der Skippy hier im Tierpark gelandet? Er ist als Findelkind zu uns gekommen. Man hat ihn gefunden an einem Straßenrand. War noch ganz klein. Ich nehme mal an, auch so in deinem Alter, wie du damals warst. Und wir haben ihn dann aufgezogen. Mittlerweile ist er ja schon groß geworden, jetzt ein Jahr alt geworden. Und ja, er lebt hier mit einem Weibchen zusammen. Aha, kann ich denn zu ihm? Ja, natürlich. Das machen wir schon. Skippy, schau mal. Da vorne, das ist dein Zwillingsbruder. Oh. Grüß ihn mal. Oh Gott, nach all der Zeit. Mein Seelenverwandter, mein Fleisch und Blut, mein Bruder Skippy. kann ich zu ihm rein? Ja, komm. Ich nehme mal einen Willkommensfisch mit. Das ist der glücklichste Tag in meinem Leben. Skippy, ich bin's, dein Bruder. Das ist der Beginn einer wundervollen Bruderschaft.